dass die Selbstheilung durch die Kräfte des Geistes, durch das, was wir in uns haben, nicht nur eine Theorie ist, sondern dass das etwas ist, was man sehr konkret auch umsetzen kann und insofern es auch ganz konkrete Praxis sein kann, das ist Gegenstand des folgenden Gespräches. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Bei dem Thema Selbstheilung bist du ja auch in deiner Biografie einen Weg beschritten, musstest auch einen Weg beschreiten, der dich dann selber, ja, ich sag mal, mit der Nase auf dieses Thema so drauf geschubst und drauf gestoßen hat. Das fing mit der Diagnose an, die du bekamst und die von der Perspektive her nicht so rosig gewesen ist. Ja, 6 Monate hat mir die Schulwissenschaft gegeben. Ein sehr, sehr freundlicher Professor hat mich fast in den Arm genommen, als er sagte, Herr Hege, machen Sie sich fertig. Er hat mir erklärt, warum es so ist. Und meine Heilung, das war vor 16 Jahren, meine Heilung hat sozusagen 2 Komponenten. Das eine ist diese materielle Komponente, die meinen Tod abgewendet hat, weil der Körper hat innerhalb dieser 6 Monate ein zweites Herzkranzgefäßsystem bei mir gebaut, komplett neu, welches das alte ersetzt hat. Und das Kranzgefäß hat sich dupliziert, ja. Und das wurde am Bildschirm sichtbar gemacht, fotografiert und dokumentiert, schulwissenschaftlich. Und die zweite Komponente der Heilung begann dann für mich danach. Ich ging mit brennendem Interesse der Frage nach, wie es dazu kommen konnte, welche Bedingungen den Körper veranlasst haben, fast den eigenen Suizid zu vollziehen. Ja. Wobei es ja beides spannend ist, nämlich sowohl die Frage nach der Verursachung als auch die Frage beantwortet zu bekommen, wie es denn dann möglich ist, dass eine solche medizinische Wiederherstellung, so nach dem Motto, jetzt hat der Körper keinen Spaß mehr an der Vernichtung, sondern an der Rolle rückwärts, wie es dazu gekommen ist. Ist ja gleichermaßen spannend. Ja, das ist ja mein Buch, ja. Nicht? Und Selbstheilung durch neuronale Steuerung, du wirst es ja noch zeigen. Ja, ja. Es ist ja dann, das ist das Ergebnis, das ich festgehalten habe. Also wie gesagt, nach der körperlichen Heilung ging ich auf Spurensuche, um die Vorbedingungen zu dieser Krankheit zu ergründen, um die Konditionierungen, in denen ich gelebt habe und um Bescheid zu bekommen über die Fremdbestimmung, die mich eben zu dem machten, der ich war, als ich so krank wurde. Und ich musste an die Grundfragen alles Menschseins versuchen einzudringen, nicht? Woher komme ich? Was tue ich überhaupt hier? Wer bin ich überhaupt? Und wohin gehe ich? Und nachdem ich diese übergeordnete göttliche Realität körperlich geheilt hat, versuchte ich eben diese Realität zu ergründen. Und ich suchte mir Hilfe bei Menschen, die schon vor mir diesen Weg gegangen sind. Ich muss eine Frage noch, bevor wir jetzt auf genau die Menschen und die alten Weisheitslehren, all das, was da dann bei dir eine Rolle gespielt hat. Das sind ja alles Erforschungen, Arbeiten von dir, nachdem die Heilung erfolgt war. Ja. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum die Heilung erfolgte, warum der Organismus genau das gemacht hat, was dich am Leben gehalten hat und etwas, was schulwissenschaftlich eigentlich normalerweise gar nicht geht? Also diese Frage kann ich erst zum Ende dieses Interviews, glaube ich, beantworten. Gut, weil dann tun wir das auch. Der Kontext ist wichtig und der erklärt dann genau diese Frage, hoffe ich doch. Okay. Ja. Also die Menschen, wir waren bei denen stehen geblieben,
die sich vorher damit befasst haben und letztendlich auch das, was Menschheitserbe irgendwo ist. Ja, es beginnt bei den Upanishaden, bei den Veden. Dann die tibetanische Shambhala-Lehre, hochinteressant, die Lehre des spirituellen Krieger zu werden. Also das Herz sich immer weiter gegen die, für die Menschen zu öffnen und dabei immer unverwundbarer zu werden. Eine genau gegenläufige Aussage. Dann Meister Eckhart, seine Sätze. Dann der Weltenlehrer Idu Krishnamurti. Und dann die Sufis. Das Heil, das grandiose Heilsystem der Sufis. Ich bin der Erste, der darüber ein Buch verfasst hat, der es aufgeschrieben hat. Es gibt sonst keine weltweit, halten die sich sehr bedeckt. Und wer sich dafür interessiert, den Pfad der Sufis gehen, habe ich das beschrieben. Darauf aufbauen dann die aktuellen Erkenntnisse der Neurobiologie und der Quantenphysik. Und da ist es der weltbekannte Quantenphysiker Paul-Émile Charron mit seiner Theorie der denkenden Elektronen. Grandios, der Mann. Und meine Zielsetzung war natürlich primär jetzt mir selbst die Erkenntnis zu verschaffen, aber auch diese Heilerfahrung anderen Menschen, an andere Menschen weiterzugeben und für andere Menschen verstehbar machen. Und aus diesem Grund ist diese Selbsthilfegruppe, die ich hier ja auch vertrete, entstanden und sehr, sehr im deutschsprachigen Raum gewachsen, vernetzt über das Internet. Und diese Selbsthilfegruppe verbindet im Hier und Heute all das alte Wissen mit Quantenphysik, Neurobiologie und den modernsten Erkenntnissen, auch, ich sag mal, klassischer Wissenschaft, wobei Quantenphysik immer so ein ganz besonderes Feld ist, weil es ja von der klassischen Wissenschaft auch so ein bisschen schon akzeptiert, aber eben dann doch auch so als ein Exot inzwischen, also hingenommen, aber als ein Exot betrachtet wurde oder betrachtet wird. Umso wichtiger ist es genau für das, was für deine Arbeit dann. Ja, er wird als Exot betrachtet, weil es aufdeckt, weil es Zusammenhänge aufdeckt, die der Kapitalismus nicht aufzudecken wünscht. Ja. Und die daran hängende Wissenschaft, die abhängige Wissenschaft auch nicht wünscht. Aber ja, man sollte sich damit beschäftigen. Geistige Heilung in diesem Sinne heißt, dass ich die Steuerungsfunktion des Geistes über die Körpermaterie verstehe und sie nutze. Und Charron hat also ganz wunderbare Verstehensbilder da geschaffen. Im Buch gehe ich ausführlich darauf ein. Hier nur ganz kurz. Also, das Bewusstseinsfeld meiner Elektronen ist ungeheuer groß. Wir müssten die 50 Billionen Körperzellen mal 100 Milliarden nehmen. Dann hätten wir diese Elektronenwolke und die bin ich. Die ist meine Wesenheit. Und durch die Art, durch die Qualität meines analytischen Denkens forme ich meinen Geist, also die Elektronen, die Elektronenwolke forme ich dorthin, dass also die Körperchemie Anweisungen bekommt, wie sie sich zu verhalten hat. Und in diesem Falle Heilungsanweisungen. Und es erfolgt dann eine Umsteuerung innen im Körpergewebe und eine Umsteuerung im Außen. Also meine Art der Handlungen verändern sich. Also ich erreiche damit, dass, wenn Charron von den Elektronen mit Bewusstsein redet, dass man selber in der Lage ist, quasi interzuagieren mit diesem Bewusstsein und das entweder auf den, und damit wird es dann auch deutlich, warum, den Pfad der Gesundung oder auf den Pfad des Krankmachens zu steuern, und damit die Materie dann letztendlich zu beeinflussen. So kann man es sagen. Ja.
das Fundament der gesundmachenden Gedanken heißt, ich denke nie mehr unbewusst. Das heißt, ich bringe mein Denken unter meine Kontrolle und ich hole mir die Herrschaft über mein Denken zurück. Ich steuere mit meinem Bewusstsein meinen eigenen Geist und ich gebe mit meinem Willen Anweisungen in die Zukunft hinein, im Innen des Körpers wie auch im Außengeschehen. Und diese Technik bieten wir in unserer Selbsthilfegruppe als umsetzbares Konzept eben für jedermann an. Für jedermann, das kann jeder lernen. Jeder kann es lernen. Und was wichtig ist, gerade für Männer, diese Selbstheilung ist mit dem analytischen Verstand nachvollziehbar. Ja? Die Betonung insbesondere für Männer ist natürlich vor dem Hintergrund, dass wir unterschiedlich ticken. In der Tat, ein Hinweis, der zwar jetzt etwas schmunzelnd daherkommt, aber wichtig ist. Es ist ganz wichtig und das ist auch ganz wichtig, dass ich dies, also für meine Arbeit, weil ich ja auch nachgewiesenermaßen ja noch ein Mann bin, diese Zusammenhänge eben zur neuesten Wissenschaft. Und es kann jeder, wie du sagst, lernen. Ich suggeriere mir die Hilfe eigentlich aus dem göttlichen Feld oder wie man es immer nennt. Und ich stelle diese verlorene Kommunikation wieder her in meinen Bewusstseinsebenen. Also der kleine Bruder denkender Verstand sind 20 Milliarden Neuronen. Und der bittet seinen großen Bruder, denn die Körpersteuerung, die sich selbst nicht bewusst ist, das sind 180 Milliarden. Die bietet er. Milliarden. Milliarden. Ja, nicht unser Großsuchtgehirn hat nur 20 Milliarden, die Körpersteuerung 180 Milliarden. Und über diesen Weg bieten wir dann diese 50 Billionen Körperzellen, das durchzuführen, was über die Verstandesebene gelaufen ist, nämlich die Gesundheit und die Neurobiologie, und das ist ganz wichtig, die hat den Weg entschlüsselt, wie das funktioniert, auch materiell, wie die Qualität durch den Geist in den Zellen verändern wird, weil die Hypophyse hier, die schüttet gemäß des Denkinhaltes kleine Fäden, Neuropeptide genannt, aus, die sind bepackt mit den geistigen, mit den Gedankeninformationen. Die Peptide suchen sich über die Blutbahn intelligent und selbstständig den Weg bis in die Zielzelle, bohren sich hinein und geben die energetische Anweisung in die Zellchemie und die richtet sich neu aus. Und das ist entschlüsselt, dieser Weg. Also ich kann den Weg der geistigen Beeinflussung der Materie neurobiologisch nachvollziehen. Ja, und da gibt es einen Gewährsmann, den werde ich gleich zitieren, der ist unglaublich, ein Schulmediziner. Also geistig heilen heißt, die eigene Identität wiederfinden. Damit wird aber ein Punkt, Walter, auch deutlich. Du gibst eine Hilfe zur Selbsthilfe. Es muss dann die eigene Individualität, was du gerade angesprochen hast, Identität wiederfinden. Es muss jeder für sich selber machen. Ja, das ist die schlechte Nachricht in unserer Servicegesellschaft. Ich kann niemanden herbeiholen. Ich kann niemanden bitten. Und ausschließlich Hilfe zur Selbsthilfe hilft. Alles andere ist wer weiß was, aber im Ende nicht hilfreich, denn so wenig je ein Arzt einen Menschen hat heilen können, noch niemals. Es ist immer der Körper selbst, der heilt, und wenn du Glück hast, einen guten Arzt hast, einen echten Arzt, der kann dir helfen dabei. So wenig kann also auch ein Geistheiler einen Menschen heilen. Denn ausschließlich dieses Geist-Körper-System selbst hat die Heilfähigkeit. Und das versuche ich weiterzugeben. Deshalb die Selbsthilfegruppe und auch dieses Buch. Hilfe zur Selbsthilfe. Stehe auf, dein Glaube hat dir geholfen. Ein etwas älter und länger zurückliegendes Zitat. Lukas? Ist ja eigentlich das, was du gerade beschrieben hast. Ja, ja.
Ich stehe auf, dein Glaube hat dir geholfen. Aber was ist das, dein Glaube? Das ist jetzt die Frage. Denn Glaube ist kein Nachglauben, was ein anderer vorsagt. Und Glaube ist die innere eigene Gewissheit, dass Heilung geschieht. Und Glaube ist ein aktiver innerer Blitz, ein Blitzschlag meiner Wesenheit als Anweisung an mich selbst, an mein Körpersystem selbst. Und so kann auch ein Geistheiler sicherlich das Glaubenssystem des Klienten so stark machen, dass eine Heilung erfolgt. Denn Heilung, Glaube ist nur dann wirksam, wenn er zum eigenen Wissen geworden ist. Wenn es keine Zweifel gibt, wenn Vertrauen in die Alleinheit da ist und mein Vertrauen, meine Dankbarkeit, meine Freiheit von Zweifel, das ist Glaube. Also es hat jetzt nichts mit dem Kirchgang zu tun. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das ist eine schöne Replik auf diese Bemerkung von mir. Aber es passt natürlich, sondern es ist eben etwas anderes, auch wenn das ein klassisches Bibelzitat gewesen ist. Ja, auch der Meister Eckhart, ein großer Christ gewesen, hat schon vor Jahrhunderten, er ist ja kurz dem Feuertod entronnen durch sein Ableben rechtzeitig. Also Meister Eckhart hat es ganz genau auf den Punkt formuliert, dass auch das Beten keinerlei Wirkung hat, das christliche Beten. Weil es Beten ist auch als haben wollen, hat überhaupt keine Wirkung. Ja. Er sagt, ich zitiere es, es gibt nur ein einziges Beten, das eine Wirkung zeigt, das ist die Bitte um Erkenntnis. Zitat Ende. Nicht? Und noch einmal, Freiheit von Zweifel, Dankbarkeit und Vertrauen in mich selbst und ich bin Teil des Ganzen, das ist Glaube. Ja. Du hast dein Buch angesprochen, ein Schwergewicht mit knapp 450 Seiten. Ist das, was du sagen willst, das, was du sagen musst, um diese Sachverhalte zu erklären, so komplex, dass es so umfangreich werden musste? Also wir sind ja heute, leben wir in einer Fast-Food-Informationsgesellschaft und da sind natürlich kurze Sachen immer das, was immer präferiert wird, also zumindest bei der Masse der Menschen. Ja. Warum so umfangreich? Also die Technik der Kommunikation mit meinen Bewusstseinsebenen habe ich in einem Kapitel von 45 Seiten dargelegt, das heißt die Kommunikation mit meinem Selbst. Und das sind die uralten Übungen mit dem heutigen Wissen verstärkt. Ich selbst auf dem Boden der Realität, das ist wichtig, verstehe ich und handle neu komplett in meinem Leben. Das sind eigentlich die anderen 400 Seiten. Jeder kann sich da herausnehmen, was für ihn passend ist, kann stehen lassen, was für ihn unpassend ist. Ich habe keine Mission anzubieten, lediglich eine authentische Geschichte, die zeigt, dass Heilung möglich ist und eine Geschichte, die zur Heilung geführt hat. Ja, so verstehe ich mich. Ja. Und bist du da nach einer bestimmten Systematik in der Publikation vorgegangen oder wie muss ich das vorstellen? Ja, eine ganz klare Systematik. Es geht also nicht mehr und nicht weniger als das komplette Wissen, dass wir alle alle zusammen im Elternhaus, in der Schule, in der Ausbildung, in der Universität gelernt haben, als Wissen, wie das Leben ist, nicht? Und wie es zu sein hat, dass wir dieses Wissen auf den Müllplatz der eigenen Biografie kippen
Und alle meine Wahrheiten, die sich verfestigt haben, wie die Gesellschaft, in der ich lebe, zu sein hat und meine Rolle darin, alle diese Vorstellungen müssen auf dem besagten Müllplatz entsorgt werden. Und dann stelle ich mich auf den Kopf und nehme mich selbst an den Füßen und schüttle so lange, bis alles herausgefallen ist. Und jetzt kommt die entscheidende Aussage, bis alles herausgefallen ist, was andere Menschen in mich hineingepflanzt haben. Also ein Wissen, was dich fremdbestimmt hat. Ja. Ja. Also das ist genau das, was einem dann im Alltag letztendlich blockiert. Ja. Also ich meine, das ist natürlich eine vernichtende Aussage für das, was wir üblicherweise in der Schule lernen. Ja. Denn genau dieses Wissen muss ja auf dem Kopf stehend rausgeschüttelt werden und dann entsorgt werden. Entsorgt. Ja. Denn wissen kann ich nur, was ich selbst mit meinen eigenen Sinnen erlebt habe und was ich aus meinem Innen heraus, aus mir selbst heraus als Tatsache erkenne. Und das Auswendiglernen von Vorgegebenen ist zur rechten Zeit abzurufen, ist kein Wissen und ist auch nicht einmal Intelligenz. Nicht? Denn mein Gehirn, mein Denkapparat erzeugt nicht das Wissen, sondern er ist lediglich ein Empfänger von Äonen altem kosmischen Wissen der Alleinheit, von der ich ja so ein kleines Segment bin. Und wie ein Blitzschlag erkenne ich, was sich da vorne vor mir abspielt. Nicht? Und ich erkenne die Motivation dann hinter dem Reden und ich erkenne die Motivation hinter dem ganzen Getue vor mir. Und dann hat plötzlich der Kaiser keine Kleider mehr an. Mhm. Nicht? Und diesen nackten Kaiser, den schaue ich mir ganz, ganz genau an. Und das ist Wissen, das wir brauchen. Du hast in einem vorangegangenen Gespräch mal darauf hingewiesen, dass als Quelle der Heilung Bewusstsein und Licht. Mhm. Wie kommt es zu dieser zweiten Komponente, die ja jetzt erstmal im ersten Moment überrascht? Denn wenn du die Selbstheilung durch neuronale Steuerung, wenn du sprichst von der Mobilisierung jener intelligenten Elektronen und so weiter und so weiter, sind wir im Bewusstseinsbereich. Mhm. Wieso kommt jetzt plötzlich Licht dazu? Ja, wir sind Wesen des Lichts. Und zwar nicht in einem esoterischen Sinne, sondern in unserer biologischen Tatsächlichkeit. Und alle Wesen aus Fleisch und Blut auf diesem Planeten gehören zur Familie der Lichtsäuger, der Lichtaufsäuger und der Lichtabgeber. Und hier hat der große Physiker Fritz Albert Popp mit dem Postulieren der Biophotonen Großartiges geleistet. Er hat von der Wissenschaft her uns in ein völlig neues Paradigma geführt. Licht ist die Information, die wir aufsaugen, die wir bewerten und die wir weitergeben. Und wenn ich unbewusst bin, gebe ich all den Unsinn, in den ich durch mein Alltagsleben verwickelt bin, diesen Unsinn gebe ich als energetisch negative Grundmelodie an meine Körperzellen weiter. Ein andauerndes energetisch negatives Lichtmuster bohrt sich, wie schon erläutert, in die Zellen hinein und informiert sie dementsprechend. Und wenn ich bewusst bin, geht das positiv für meine Gesundheit Lichtmuster in meine Zellen hinein. Und jetzt kommt es, diese Information, diese Lichtinformation, es sind ja Lichtquanten, geht so tief hinein, dass selbst negativ programmierte Gene sich verändern. Und diese gewaltige Aussage ist nicht von mir, sondern dass jeder diese negativen Gene, die er hat, verändern kann, sagt uns der Schulmediziner Professor Dr. Joachim Bauer von der Freiburger Universitätsklinik,
Er ist Neurobiologe, ganz mit der Nase ganz vorne. Und ich sage es nochmal, Joachim Bauer, also seine Bücher sollte man unbedingt gelesen haben. Und sie sind auch lesbar für Laien. Ja. Lass mich nochmal zu Pop fragen. Mhm. Er hat ja gemessen, also wenn es um das Thema Biophotonen geht, hat er ja gemessen, inwieweit Vitalität und Gesundheit in Organismen, wenn er da einen Apfel fotografiert hat oder ein Blatt fotografiert oder einen Ast fotografiert hat, um festzustellen, wie der Status dort ist. Ist das etwas, was sich beim menschlichen Organismus in gleicher Weise feststellen und dann aber auch, wenn ich das richtig verstehe, was du zu Bauer gesagt hast, auch verändern kann? Ja, ich kann verändern. Ich kann verändern, Geist, Bewusstsein, umgeformt in Lichtquanten. Und dass wir ein Lichtleitungssystem haben, hat Professor Dr. Robert Becker mit E, ein Amerikaner, entschlüsselt, so parallel zu Pop, ein bisschen vorher. Es ist diese Verbindungsstelle zwischen kosmischer Lichtenergie und unserem Licht des Körpers. Und dieses innere Licht, das aktiviert als ersten materiellen Stoff den Sauerstoff. Und vielleicht noch einmal, damit es wirklich klar wird, meine bewusste Denkqualität, die ich in meinem analytischen Hirn entstehen lasse, verwandelt sich in Lichtquanten, welche die Körpermaterie zur Gesundheit ihn verändert. Also mein Denken, kann man das neurobiologisch irgendwie festmachen, wie das funktioniert, dass das Denken sich in Lichtquanten, in Lichtqualität... Was jetzt entschlüsselt ist, ist ja dieser Weg über die Hirnanhangdrüse, über die Hypophyse. Das weiß man und da ist man mit Forschungen dabei und Bauer ist einer der ganz führenden Schulmediziner. Wie gesagt, man sollte ihn lesen, wie das funktioniert, wie der Genschalter umgeschaltet wird. Das erklärt er alles lesbar und verstehbar und ist auch ein wichtiger Teil hier meines Buches zu verstehen. Und wenn du sagst, es geht in den Genbereich, geht es sogar in die Richtung der Modifikation beschädigter DNA? Also das wäre dann ja fast die logische Konsequenz. Das wäre, ja. So weit ist man noch nicht, aber ich denke, insofern, wenn es jetzt nicht diese Mendelschen Gesetze berührt, die ja in der Genetik wirklich nicht veränderbar sind, kann man eben verändern. Aber deine Grundfrage braucht eine Basis, dass das überhaupt möglich ist. Und diese absolute Hürde, es gibt eine absolute Hürde, die zwingend genommen werden muss. Und die ist dieser Art, dass ich ein Leben lang einer Gehirnwäsche unterzogen worden bin. Und zwar die von anderen, von mir völlig unbemerkt vollzogen wurde, sodass ich in der Regel überhaupt nicht derjenige bin, der ich denke und der ich fühle, weil andere ihr Denken und ihr Fühlen oder ihre Gefühllosigkeit in mich hineingepflanzt haben. Und ich meine irrtümlich, ich sei ich selbst. Und dies in seiner Bedeutung zu erkennen, das ist also reines heilendes Bewusstsein. Das bedeutet, dass die Fremdbestimmten und im Übrigen dann, zumindest in der Regel, auch noch falschen Glaubensvorstellungen und Glaubensdogmen und all die Dinge, die ich mit mir rumschleppe, weil ich sie oktroyiert bekam, zu dem Zustand, in dem ich bin, entscheidend beitragen, auch zu dem gesundheitlichen Zustand. Also ich denke mich nicht krank, sondern ich lasse mich krank denken. Und realisiere nicht, dass es so ist. Ja. Denn Krankheit im weitesten Sinne beginnt ja mit der von mir selbst kultivierten Falschinformation.
die Welt, das bin ich, nicht? So, das Gorilla, nicht? Ich bin die Welt, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Und diese Welt, die besteht aus zwei Dingen, aus ich und da der Rest, nicht? Und alles, was nicht ich ist, hat mein Dienstleister zu sein und hat mir zu dienen. Und aus dem Grund steht mir alle feindlich gegenüber, prinzipiell. Und so wird Kampfverhalten meinerseits gegen den Rest der Welt dann zu einem Dauerzustand, zu einer grundlegenden und dauerhaften Aggression meinerseits gegen die Welt. Und auch wenn ich dies dann verstecke unter Gutmenschentum, nicht, und bis hin dann zur Heiligkeit. Aber mein Ich will haben und ich erschaffe mir eine persönliche, krankmachende Religion. Erschaffe ich mir, nicht? Die Religion der Gier nach Macht, Geld und Ehre oder das Gegenteil, nicht? Ich bin ja gar nichts wert, die Religion der Entsagung, aber moralisch stehe ich ganz, ganz hoch. Aber dann die Religion des dumpfen Konsumierens, nicht? Alles wird rein konsumiert, was ich nicht wert, auch Beziehungen und alles. Oder ich leide, weil die Welt nicht so ist, wie sie ist. Und ja. Mit den in der Resonanz dann entsprechenden Ergebnissen für mich selber. Für die Gesundheit. Ja, klar, natürlich. Klar. Natürlich, nicht? Ja. Wie erkenne ich das? Also wie gehe ich diesen Schritt von dem Zustand, in den ich hineingebracht wurde, indoktriniert wurde, zu dem Schritt zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal einen Schritt zur Seite und betrachte mich selbst. Ich betrachte mich selbst. Ich gehe in den Atem. Ich werde ganz ruhig, gehe in den Atem. Tief ein, tief aus, nicht? Ich erkenne mein Recht auf Glück. Ich erkenne hier tief drinnen mein Recht, nicht mehr im Stress zu leben, also kein Kampf und kein Fluchtverhalten mehr. Ich erkenne mein Recht, keine Angst zu haben und mein Recht auf Gesundheit. Und dieses Recht auf Gesundheit ist mein Lebensrecht, das mir geraubt wurde. Und das hole ich mir wieder zurück. Und dafür brauche ich diese Anbindung an dieses Feld, an diese Gottheit, wie Meister Eckhart sagt. Ich gehe in die Stille und gleichzeitig in eine hochaktive Kommunikation und ich suche die Lösungen für mein Leben nicht mehr außerhalb von mir, nicht mehr außerhalb meiner Person. Hier, von hier aus beginne ich die Probleme meines Lebens zu lösen und ich bin Geschöpf, unzweifelhaft, aber ich bin auch Schöpfer meines Geschehens, meines Handelns. Und da hole ich mir Buddha, den alten Buddha, zur Hilfe, der ganz unspektakulär diesen Kipppunkt zur Selbstheilung auf allen Ebenen ganz kurz formuliert hat. Ich zitiere, ich habe mich von allen Vorbedingungen befreit. Zitat Ende. Das, was du beschreibst, klingt nach Erleuchtung. Ja. Daraus haben viele seiner Nachfolgenden eine mehr oder weniger spektakuläre Erleuchtung konstruiert. Aber wir sollten, um uns zu heilen, in die Einfachheit dieses Buddha und die Bescheidenheit zurückkehren. Und genau da sind die Übungen angesiedelt, die ich weitergeben. Ich reiße damit alle meine alten Säulen ein und stelle aber gleichzeitig und stabilisiere gleichzeitig die neuen Säulen, denn die Hardware ist vorhanden. Was wir brauchen, ist neue Software. Und was dann klar wird oder klar werden müsste, ist dann auch die Information, die du dem eigenen Steuerungssystem, zur Verfügung stellen musst. Also wie du dann auch in dem Fall, wenn die Dinge schiefgelaufen sind, das Ruder rumreißen musst. Ja, und wie viel ist schiefgelaufen? Ja. Und deshalb, genau das ist der Punkt, ich gebe also mit dem Ausatmen keine unspezifischen Affirmationen hier, da alles ist schön und gut und was es da gibt, gebe ich in mein neuronales System hinein, sondern ganz gezielte Anweisungen, was der Körper tun soll, damit die Körpermaterie sich
die Gewebsdeformationen wieder hin zur Gesundheit sich verändern. Und das sind es eigentlich vier Grundsätze, die Essenz von Fritz Albert Popp und von Otto Warburg, die also bei jeglicher Krankheit essentiell sind, die ich jetzt hier in der Kürze der Zeit darstellen möchte. Das ist die optimale Lichtspeicherfähigkeit der Zellen, Lichtspeicher 100%. Nicht? Ich suggeriere mir das kranke Organ, dort die Lichtspeicher 100%. Eine optimale Kommunikationsfähigkeit der Zellen ist das zweite, 100%. Dann diese optimale Regenerationsfähigkeit der Zellen ist der dritte Satz. Und der vierte ist die optimale Sauerstoffversorgung. Und da kommen wir schon ganz, ganz weit in die Gesundheitsebene, wenn das auch nur annähernd geschieht, diese vier Punkte. Ja, damit sind wir wieder beim Licht. Beim Licht. Da sind wir beim Licht. Ja. Und jetzt liegt nicht zufällig hier was auf dem, das solltest du vielleicht einen Satz zu sagen. Ja, dann ja. Sind wir nämlich bei der Bedeutung von Licht. Ja, die Lichtimmagination über das neuronale System ist ja sehr, sehr schwach verhalten, nicht? Und nun gibt es die an der Universität Wien, an der Technischen Universität unter Professor Dr. Paschke. In 9-jähriger Arbeit hat man eine Lichtschleuder entwickelt. Der erste medizinische Laser umgewandelt in LEDs. 9 Jahre hat eine ganze Forschergruppe daran gearbeitet. Ich stelle es mal hin. Kaltes Rotlicht, 632 Nanometer. Und diese Lichtschleuder, die dringt tief ins Gewebe ein und knallt diese Plaques auseinander, die Schmerzen verursachen. Also die schnellste Wirkung hat man bei Arthrose zum Beispiel. Wir haben Rückmeldungen von Schmerzpatienten 6 bis 8 Wochen. Man kann täglich die Schmerzkurve nach unten selbst beobachten. Und wenn der Schmerz weg ist, kann man also wieder mit dem Geist natürlich ganz neu auch an die Dinge gehen, über die wir jetzt gesprochen haben. Wie wird das angewendet? Also wenn du dort muss ich da, wo die, also jetzt was ich was, Hand oder Schulter. Also oder Verzerrungen oder Verspannungen ist eine ganz leichte Übung. Nicht? Ich halte es direkt dran, halte es drauf, 20 Minuten ist ja eingestellt und man spürt es. Und wenn man keine definitive, es geht ja auch nicht nur, dass lokal hier der Schmerz geheilt wird. Der Körper saugt ja dieses Licht als Eigenlicht. Er definiert es ja als Eigenlicht, die 632 Nanometer. Will nicht ausgehen. Macht nichts. Macht nichts. Stört nicht. Stört nicht, ja. Der Körper das, als Eigenlicht lässt es zu und transportiert es weiter. Also wer nichts Definitives hat oder überhaupt auf die Chakren legen, hier aufs Herz, auf die Chakren, dann fängt das an, mit dem Lichtleitungssystem, das Becker ja entschlüsselt hat, mit zu zirkulieren und hilft mit, dass das Körperwasser zirkuliert, hilft mit, dass die Schadstoffe sich lösen, rauskommen aus dem Körper. Wenn der Schmerz weggeht, Schmerz ist ja Entzündung, die Entzündung geht weg, also regeneriert sich das Körpergewebe wieder und wir haben also hier eine Heilung, eine tatsächliche Heilung. Mit Bewusstsein und Licht, denn wer das Gerät kauft, der muss schon Bewusstsein besitzen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und somit ist also einer geistigen Heilung keine Hindernisse in den Weg gelegt. Demjenigen, der das über seinen analytischen Verstand versteht. Überdosierung und Nebenwirkung, ein Thema? Nicht bekannt, nein. Also beides nicht. Nicht überhaupt nicht bekannt, weil, wenn man versteht, die Zellen, dass die Zelle maximal 120 Millivolt ist ja messbar, soll eine Zelle haben, wenn sie also voll expansionsfähig ist. Die Krebszellen, die sind dann bei 20 und bei 10. Und was das Gerät macht, es schleudert ja das Licht in die Zellen, es füllt die Zellspeicher, da gibt es keine Überdosierung. Und auch keinerlei Nebenwirkungen. Und keine Nebenwirkungen. Ja, ja. Indikationen, da wo Schmerzen, Arthrose, Rheuma,
alle Gewebszerstörungen sind ja Entzündungen, weil der Körper die Dreckpartikel, die toxischen Partikel ja lösen will. Nicht? Und wenn ich Bauchspeicheldrüse habe und da Probleme habe, dann suggeriere ich mir ja die Hilfe in die Bauchspeicheldrüse. Und mein analytischer Verstand lässt mich aber vorher erstmal ans Spiegel gehen und mal betrachten, wie ich aussehe, nicht? Bauchspeicheldrüse, Insulin, ne? Und dann hier das drauf, dann verstärkt sich das ungemein und ich kann mich über den Geist heilen. Sind wir jetzt in einer weiteren Kommunikationsebene? In etwas, was, du sprichst ja von einer zweiten Ebene der Kommunikation? Ist das etwas, was damit jetzt verbunden ist und startet? Ja, es gibt viel mehr zu bereinigen und zu heilen als meine Körpermaterie. Also wenn das Erste gelungen ist, wozu es Beispiele gibt, dann käme ich ja an meine Vergangenheit, an meinen Vergangenheitsspeicher, der ist ja, den zu leeren und den zu heilen, der ist ja oft mit unglaublichem Müll gefüllt, Vaterprobleme, Mutterprobleme, was hat die Mutter mitgebracht, was hat der Vater mitgebracht, die Familie, das ganze Familiensystem, da einzusteigen, Frieden zu schließen mit der Linie meiner Mutter, mit der Linie meines Vaters, Frieden zu schließen mit mir, der ich war, bevor ich dieser Heilungsprozess begonnen hat. Das ist ein weiter Weg, eine lohnende Aufgabe. Mhm. Und es ist eine wunderbare Arbeit, wenn wir den Mut zu haben, die Realität zu sehen, wie sie ist. Also hilft mir in einem ersten Schritt, da wo es um die körperliche Ebene geht, beispielsweise ein solcher Schub an Lichtinformationen, um die körperliche Gesundheit in die richtige Richtung zu schieben, um wirklich körperlich heil zu sein, muss ich die zweite Ebene dann mit bearbeiten und mit absolvieren. Ist ein Angebot, denke ich. Zumindest die zweite Ebene ist, sich auf diesem Level der neuen Gesundheit zu halten, mit dem Licht. Das heißt also weiterhin, Licht in die Kreisläufe, ich behandle mich jeden Tag zweimal, bis lange dreimal sogar, einfach um dem alternden Körpersystem, ich bin ja eben nicht mehr der Jüngste, ne, wie man sieht, diesem Körpersystem nochmal optimale Qualität zu geben. Das kommt ja nicht auf das Alter des Lebens an, sondern auf die Qualität und Qualität bis zum möglichst letzten Tag, nicht? Und klar. Da ist das eine unglaubliche Hilfe und für jedermann eben handelbar. Du brauchst hier keinen Arzt und gar nichts. Du siehst ja da, wo man selber die Probleme hat, setzt du das an. Ich habe zum Beispiel hier ein starkes Problem gehabt. Hier, wie ein schwarzes Loch hat es hier das Licht aufgesaugt. Ich habe es gespürt. Nicht? Das kann nur gut sein. Und so nach drei, vier, fünf Minuten war es nicht mehr so. Dann setze ich es ab. Ich darf ja niemanden fragen. Um Gottes Willen darf ich hier niemanden fragen, was der meint dazu. Ich kann nur mich fragen. Ja, ja. Es gibt da keinen Fachmann mehr, den ich fragen kann. Das muss erst auch mal ins Bewusstsein. Natürlich, wenn mein Siphon verstopft ist, hole ich einen Fachmann, wenn mein Wasser nicht läuft. Aber doch nicht, wenn es um meinen Körper geht. Da gibt es einen Fachmann und der bist du selber. Ja, in Verbindung mit dem, was mich geschaffen hat. Ja. Ohne jetzt irgendwelchem religiösen Wahn nachzugehen. Brauche ich ja gar nicht. Darf ich ja gar nicht. Im Gegenteil. Mache ich ja nicht. Ja, genau, im Gegenteil. Ja. Und die blenden wir gleich ein, die entsprechenden Impulse und Hilfestellungen bekommt man über eure Selbsthilfegruppe und über Informationen, die man da auf der Seite findet, inklusive der Möglichkeit, sich natürlich auch an deine Bücher. Ach ja, hier habe ich ja das Buch noch geschrieben, Nie mehr Entzündung und Schmerz, haben wir ganz vergessen.
Ja. Die eigene Werbung muss auch sein. Hier, ja. Also das kann man alles nachlesen, muss nichts glauben. Die ganzen Erfahrungen, die gemacht sind. Ja. Wir weisen da gleich drauf hin. Gut. Walter, herzliches Dankeschön. Liebe Zuschauer, wenn ihr Mitglieder der Selbsthilfegruppe werden wollt, dann könnt ihr über die eingeblendete Website www.selbstheilung.com Kontakt aufnehmen, Informationsmaterial dort euch beschaffen und besorgen und eben einen selbstbestimmten und etwas anderen Weg der Selbstheilung, wie der Name schon sagt, gehen als das Rennen hinter irgendwelchen Heilern, Gurus oder den Göttern in den weißen Kitteln zu praktizieren. Also eine lohnende Seite mit entsprechenden Informationen, die viel tiefer gehen als das, was wir heute angesprochen haben. Und dann will ich noch auf die Publikationen hinweisen. Wie ganz zum Schluss schon angesprochen wurde, nie mehr Entzündung und Schmerz, kaltes Rotlicht, die Revolution in der Medizin. Auf der einen Seite dann die beiden Klassiker, Ich entgifte mich, das Praxisbuch gegen Gifte in Nahrungsmitteln, im Trinkwasser, in Medikamenten und in Chemtrails und das neueste, Selbstheilung durch neuronale Steuerung, Ich suggeriere mich gesund. Lohnende Publikationen und ein lohnendes, ich sag mal, Hilfsmittel, ein Lichtmittel, was dem Körper nur gut tut, auch wenn ihr jetzt keine aktuellen Rheuma oder Arthrose oder ähnliche Gelenkschmerzensprobleme habt. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.